Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Die Season ist da, Season 1. Am 8.8. kommt das Update. Und heute geht es darum, ihr habt es natürlich schon gesehen, um Elixiere. Weil es gibt mit der Saison ja hier diese saisonalen Segen. Und ich wurde schon öfters gefragt, Lu, was soll ich hier nehmen, beziehungsweise was soll ich hier hochmachen? Man hat ja selbst auf Level 100 nicht die Möglichkeit, alle Segen zu machen, sondern nur vier Stück auf Max oder halt eins leer zu lassen, auf jeden Fall nicht, um alles voll zu machen. Und wie ihr hier schon seht, habe ich Dauer der Elixiere, Materialien wiederverwerten und EP und jetzt das als nächstes dann Menge von Gold durch Verkäufen. Aber es geht hier gerade um verlängerte Dauer von Elixiere. Und wieso ist das so wichtig? 50% sind 15 Minuten. Und ich predige ja schon seit 2 Monaten, seit das Spiel draußen ist. Nehmt Elixiere, nehmt die 5% Boost an Erfahrung mit. Und ich habe mich mal gefragt, was für Elixiere gibt es überhaupt? Und hier beim Alchemisten kann man ja denn das ein oder andere bauen. Und wenn man sich da mal anschaut, da sind nicht so die interessanten Tränke mit dabei. Also hier gibt es schon einen Trank, der 20% mehr Angriffsgeschwindigkeit macht. Das ist schon mal sehr cool. Es gibt hier Überwältigungsschaden. Ansonsten natürlich die ganzen Widerstände, die sind total useless. Hier gibt es nochmal Crit-Chance 6%, das kann für den einen oder anderen interessant sein, plus 35 mehr Crit-Schaden. Also das immer drin zu haben, kann auf jeden Fall nicht schaden. Ist auch relativ günstig, also wenn man hier mal schaut, 5 Teufelsrosen, 10 Engelshauch. Also wenn ihr Nightmare Dungeons lauft, habt ihr unendlich viel Engelshauch, so wie ich auch. Und Teufelsrosen kriegt man, macht ihr einmal eine Höllenflut, dann könnt ihr das easy haben. Wenn man hier unten schaut, Akrobatik verringert die Abklingzeit von Entrinnen. Und das war es eigentlich schon beim Alchemisten. Aber das ist ja noch nicht alles. Es gibt ja noch mehrere Tränke und Elixiere, die ihr nehmen könnt, die nicht vom Alchemisten kommen. Das sind zum Beispiel sowas wie der hier, Elixier der Expertise. Ressourcenkosten werden um 10% verringert und den gibt es auch noch mit 20% Verringerung. Also, ich weiß, viele von euch finden mein Pulverisieren-Bild geil vom Druiden, haben aber Probleme mit den Ressourcen. Holt euch dieses Elixier und ihr habt auf jeden Fall schon mal ein kleineres Problem mit den Ressourcen, wenn ihr das einsetzt. Hier Glückstrefferchance um 30% erhöht. Das ist übertrieben viel. Wir können mal, also ich spiele selber kein Glückstreffer, aber der ein oder andere von euch, also jeder, der Glückstreffer spielt, weiß, wie huge das ist. 30% ist wie ein anderer Build gefühlt. Was habe ich für ein? Ich habe einen Bonus von 0. Das heißt, wenn ich jetzt hier den 30% reinhauen würde, hätte ich 30. Zur Einordnung, auf einem Ring sind so 8 bis 10 üblich. Das heißt, ihr habt insgesamt eigentlich nur 30. Und könnt das damit dann mal eben verdoppeln. Also extremst krass. Elixier des Kampfglücks, extrem krasses Elixier. Hier Ressourcenmaximum um 50. Das kann auch extrem krass sein, weil es ja einen Effekt gibt, der mehr Schaden macht, umso mehr Ressourcen ihr habt. Ich benutze den hier leider nicht, aber es gibt einen Aspekt, den könnt ihr auf eure Gegenstände machen, der mehr Schaden macht, basierend auf der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Der Barbar zum Beispiel basiert da sehr stark drauf, der ganz viele Sachen auf maximale Wut hat. Wenn ihr das noch mit dazu macht, habt ihr nochmal 50 mehr. Das sind hier bei meinem Druiden, glaube ich, sogar 50%. Ich glaube nicht, dass ich mehr als 100 habe. Wir gucken mal eben. Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Geisteskraft 127. Also hätte ich 177. Das sind dreimal Pulverisieren drücken. Also das ist auch extrem geil. Elixier des Ressourcenreichtums. Dann gibt es nochmal hier sowas. 900 Rüstung. Das klingt vielleicht nicht viel, aber 900 Rüstung, das sind mehr als 10%, was ich hier dann hätte. Fast 20% Rüstung mehr. Das ist schon extrem viel. Und was habe ich hier noch? Genau, heilendes Elixier gibt Widerstände zu Gift und allen anderen negativen Effekten um 50%. Also, wenn ihr irgendein Elixier reinhauen wollt, was eure Widerstände erhöht, dann auf jeden Fall das heilende Elixier. Und da gibt es noch massig mehr. Ich werde euch unten mal eine Liste reinpacken, wo ihr seht, welches alle gibt. Und jetzt natürlich die Frage,
Wo kriegt man diese geilen Elixiere denn her? Die kann man nämlich leider nicht craften, die muss man in der Welt finden. Und da gibt es ein paar, im Endgame natürlich, da gibt es ein paar Sachen, wo ihr die finden könnt. Das sind einmal natürlich Nightmare Dungeons, umso höher das Level, umso höher die Wahrscheinlichkeit, ein hohes, gutes Elixier zu finden. Weltenbosse, also für alle High-Level unter euch, die sagen, ich mache keine Weltenbosse mehr, weil gibt keine Erfahrung, gibt keinen Loot, gibt kein gar nichts. Da könnt ihr diese Elixiere bekommen. Aus den Legionen natürlich. Also Legionen haben auch eine erhöhte Chance, diese krassen Elixiere fallen zu lassen. Und, wenn mich nicht alles täuscht, auch die Kisten vom flüsternden Baum. Deswegen immer schön ein bisschen flüsternden Baum mitmachen. Die Chaostruhe kann diese Elixiere auch enthalten. An sich kann man aber auf jeden Fall sagen, das Elixier, was die Angriffsgeschwindigkeit erhöht, würde ich persönlich immer nehmen. Wenn euch hier das Material fehlt für die Angriffsgeschwindigkeit, ihr seht, ne, das sind Galgenreben, Lebenshut, zermahlende Tierknochen, Pfahlzunge. Also die unteren vier, die kriegt ihr, wenn ihr einfach Gegner besiegt. Lebenshut und Galgengräbe sind ein bisschen tricky. Die bekommt ihr nämlich, indem ihr die einsammelt und wirklich in der Welt Sanctuario anwählt und dann auch einsammelt. Lasst ein Follow auf dem Kanal da, Leute. Like das Video, da würde ich mich extrem freuen. Lasst mal ein Like da, haut mal den Daumen hoch, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.